Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Regrowth. Ich habe jetzt mal 2 Stacks Cobblestone gefarmt. Wir mal hier mit rein. Den Eimer würde ich gerne behalten. So, jetzt würde ich ganz kurz nach dem Grindstone gucken. Wie ging denn denn nochmal Grindstone? Da ist er schon. Wooden Gear, das kriege ich noch hin. Sticks, das kriege ich auch noch hin. Easy. So, das wollte ich. Konnte ich mit dir nicht auch irgendwas machen? Kein Plan. Ah, Sticks, genau. Noch mehr Sticks. So. Einmal wollte ich den hier haben. Yay! Woo! Party! Woo! Gut. Dann brauche ich euch, Zmeim und dich gleich. 3 Stück davon werde ich brauchen. Woodgear, 2 davon, 3 da. Was war in der Mitte nochmal? Ach genau, ja klar, 3 Steine. 3 Steine. 1. Was ist hier? Ach genau, hier Netherbricks. Ich will immer alles da reinpacken, aber hier ist auch langsam zu voll. Wobei, das könnte ich hier raus tun. Kann hier die Netherbricks Platz. All the Sapling habe ich eigentlich auch im Prinzip woanders. Okay, das zähle ich zu Holz, sage ich jetzt mal. So, das sind die 3. Einmal und dann brauche ich noch so einen Crank. Guten Crank. Also halt. So, nee. So. Hä? Wie ging das nochmal? Gott. So, jetzt da. Grr. Erstmal 3 Anläufe brauchen. Kann ich das. Hast ich kann ko. Ich kann. Also. Kann ich Cobblestone nicht mehr reintun? Panic, Shape Crafting, Shapeless Crafting. Das ist cool. Smelting, das ist mir fast klar. Crucial Furnace, das sitzt da. Ach, ich bin wet mit. Achso, mein Multblender. Ja, gut, das kann ich inzwischen machen. So wäre jetzt nicht das Problem. Was steht jetzt da drin? Ich würde 18 MB kriegen. Ah, okay. Emily Buckets, okay. Crusher zu Gravel. Metallic Infuser zu Mossstone. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Blood Magic brauchen werde. Der Mana Infuser, damit könnte ich es machen. Gott. Und ich vermute fast, ich werde darauf fahren. Scheiße. Moistener, Squeezer. Phosphor kann ich das dann aus Lava machen? Okay, interessant. Dem Rock Crusher zu Flint zumindest, aber das will ich gar nicht. Das will ich ja auch nicht. Es funktioniert damit nicht. Ich krieg die Krise. Ich muss doch jetzt Sand sammeln gehen. Ich dachte, ich kann damit rumtricksen. Pack ich mal hier mit rein. Die Bricks bring ich da mit rein. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich pack mal alle zusammen. Ich bin so. Jetzt muss ich mal auf Sandsuche gehen. Komm, ich das gleich, ist mir zu doof. Es ist nah. Es ist gerade wurscht eigentlich. Tag oder Nacht, obwohl, bei Tag würde ich mich ein bisschen mehr sehen. Was soll's? Mir bleibt nichts anderes übrig. So, ja, let's go. Bisschen Sand sammeln. Ich versteife mich ja gerade zur Zeit immer. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich versteife mich ja gerade immer auf die. Nein. Auf die Lumber Eggs und will die aus Metall machen. Aber kann ich die nicht einfach auch ebenfalls aus Flint machen? Ja, zumindest mal einen Anfang. Ich kann ja
Oh, Ancient Sand wollte ich gar nicht. Ich kann sie danach immer noch aus Metall machen, aber das wäre, aber damit könnte ich zumindest schon mal sinnvoll anfangen. Wahrscheinlich steht es inzwischen schon zigtausend Mal in Kommentaren, aber na gut. Nichtsdestotrotz werde ich Sand brauchen für den Coke Ofen. Der Ofen. Daran führt trotzdem kein Weg vorbei. So, muss ich jetzt aber gleich mal hier den hier. Ich dachte mir vielleicht so ein bisschen mal Crossover, die ganzen Quests reinmachen, weil ich habe mir ewig rumgetan mit den Seared Bricks und das kann man mit. Ja, ich weiß ja jetzt, wie man es machen kann. Was ist. Was kann man eigentlich mit Ancient Sand machen? Ach, ich brauche Harvest Level Copper, okay. Kann ich mit der Flinte nicht machen. Vielleicht kann man da irgendwas Tolles ausgraben, ich weiß es nicht. Ich mutmaße nur. Wie viel brauche ich eigentlich davon? Ich brauche davon auch 26 Stück, aber ich habe das 5-mal. Sprich, ich brauche es insgesamt öfters. 26 mal 5 wäre dann 130, oder? Ja, müsste glaube ich richtig sein. 130, das sind zwei volle Stacks plus zwei. Also zwei Stacks und zwei einzelne. Flab ich gerade. Ich habe einen Sand, stacken wir mal kurz so. Ich dachte zuerst auf das Gold gehen. Nether Bricks. Aber vielleicht bietet mir ja der Coke-Ofen irgendwo. Jawohl, nee, das bietet mir der Coke-Ofen irgendwas Tolles? Ich weiß es nicht. Ich probiere es ja gerade noch. Bietet er mir irgendwas, was ich vielleicht ja gebrauchen könnte? Oder was mir jetzt. Was hilfreich wäre momentan? Ich weiß es nicht. Coke-Ofen habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Jetzt trotzdem mal die zwei Stacks Sand hier farmen. Habe ich oben eigentlich noch Sand? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal. Ich weiß, ich muss noch nicht. Eigentlich kann ich wirklich warten, bis es mir auseinanderfliegt. Ist gerade wurscht. Das ist ja nicht wichtig wie in einem Kampf, wo es wichtig auf jeden Schlag ankommt. Keine Ahnung, warum ich das immer verfrüht mache. Gut, Flint habe ich jetzt nicht wirklich in Mangelware. Wenn ich ehrlich bin. Dem ist gerade wurscht. So, ach, ich habe meine zwei Stacks fertig. Ja, dann, Moment, vielleicht nochmal kurz Luft holen, bevor ich auftauche. So. Dann verlassen wir mal diese nassen Gefilde wieder. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe dieses Feld hier noch gar nicht fertig gemacht, gell? Da. Noch nicht ganz. So. Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich generell so ein bisschen offscreen farme? Zum Beispiel eben das Cobblestone zur Zeit zu werden, solange ich es nicht automatisieren kann. Oder immer mal wieder das Feld hier ernten, weil ich glaube, das ist fürs Let's Play. Oder mal. Das ja komplett leer machen. Das Let's Play ein bisschen lame. Ich werde es vermutlich jetzt dann sowieso mal machen und ja, es bietet ja spielerisch nicht mehr. Also ich hocke einfach nur dran und farme. Das wird jetzt nicht unbedingt toll sein. Dann jetzt zwei Eimer. Dann habe ich das ganze Sandgedöns. Schau mal, was habe ich hier noch? Einen halben Stack. Ist ein bisschen arg dunkel, machen wir ein Licht rein. So, dann gib ihm. So, passt jetzt gar nicht so zusammen, aber zack.
Zack. Zack. Zack. 6 brauche ich noch. 1 brauche ich noch. So, dann hier, Achievement. Nicht Achievement, sondern... nee, falsch. Ach nein, schon mal. Nein. What about teach what the word enables? So. Not a kind of Coke. Habe ich. Detection Cast. Also, ach, ich muss selber Coke, Cool Coke machen. Das Teil werde ich wahrscheinlich draußen aufbauen müssen. Hallo Zombie. Pack das mal kurz hier hin. Was bist du von mir? Na? Dass jetzt nochmal so ein Ding kommt. So und so wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Kohle reinpacken, kommt Kohle raus. Surprise! So. Wie viel muss ich machen? 16. Das ist so ein Zufall. Okay. Hä, sonst muss ich nichts reinschmeißen? Echt jetzt? Das verwirrt mich so ein bisschen. Ich schmeiß einfach Kohle rein und dabei kommt dann das dabei raus, oder wie? Und Chris hat alles Nebenprodukt. Das sehe ich ja gleich. Irgendwo stirbt ein Skelett. Heimlich. Hallo? Auch nicht. Na gut. Genau, jetzt will ich kurz das machen, was das mit dem Flint-Dingens. Sind wir mal so knallhart. Brauche noch ein bisschen Holz. Falsches Ding. Holz. So Holz habe ich gar nicht. C'est blöd. Ich gehe mal Holz holen. Mal wieder. Obwohl, ich muss ja gar nicht mehr Endermänner kloppen. Ich kann bei jetzt beliebig viel Enderperlen. Von dem her brauche ich ja meine Schutzbäume hier nicht mehr. Auch wenn die praktisch waren. So, das farme ich dann gleich ab nach dem Folgenende. Dann müsst ihr das nicht sehen. So, zack, kurz. Probieren wir es mal aus. Ach, ich habe hier noch Kurbel. Funktioniert das überhaupt? Ich das jetzt nehme und hier drauf pack. Gut, hat jetzt keine hohe Durability. Aber es wird schon machen. Large Plates. Gut, man muss halt auch aus dem. Das würde ich aber fast aus Holz machen. So, dann hätte ich mal meine Axt. Flint Lumber Eggs. Yay! Gut, mein Bäumchen, dann komm mal leer. Ach Gott, dieser Holzregen. Dieser Holzsegen. Ach ja, gut. Ach Gott. Dann sammeln wir mal die Erde hier ein bisschen ein. Was gibt es denn? Ein krasses Bäumchen. Einen hier und dann einen hier. Haben wir so viel Erde überhaupt? 2, 3. Also so viel Erde, ohne dass ich jetzt holen gehen muss. Ich könnte eigentlich hier die vereinzelten auch noch nehmen. Hier war das Sakura-Holz ursprünglich. So.
So, einer wäre mir jetzt noch ganz recht. Würdet ihr mal decayen? Hätten sie die Güte? Tatsache, Coke Oven und Creosite All entsteht. Das ist cool. Ah, dich habe ich gesucht. Na gut, hab zwar nicht das gekriegt, was ich genau wollte, also das Ganze aus Metall, aber das tut's natürlich auch. Irgendwie ist man so drauf versteift, was man eigentlich möchte, dass man so Alternativen gar nicht so richtig wahrnimmt. Hat man ja hier offensichtlich gesehen. Boost. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde hier noch ein bisschen die Felder abernten, vielleicht noch ein bisschen Cobblestone farmen, weil ich denke, ich werde einfach mal eine Aufnahmepause machen, um mal so ein bisschen Reaktionen eurerseits mal festzustellen. Vielleicht habt ihr recht mit dem, was ich gesagt habe, dass ihr mir wahrscheinlich zigtausendmal geschrieben habt. Aber du kannst auch schon die Flint-Ex machen. Mal gucken. Sehen wir dann. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Tschüss.